Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte zu drei Themen sprechen. Und zwar erstens der gestrigen Entscheidung auf dem SPD-Parteitag, zum zweiten zu dem Angriffskrieg Erdogans auf Afrin und drittens zu der aktuellen Oxfam-Studie. Zum gestrigen SPD-Parteitag. Ja, die SPD hat es am Ende dann doch noch mal recht spannend gemacht. Und ich kann nur sagen, Respekt für all diejenigen, die in der SPD gestern Nein zur GroKo gesagt haben. Dieses Nein ist ein Ja für eine soziale Republik. Und man muss sich das noch mal vergegenwärtigen. 44% haben Nein zur GroKo gesagt bei der SPD. Und das, obwohl die Partei- und Fraktionsspitze bei der SPD fast geschlossen für ein Ja geworben hat und selbst große Teile der offiziellen Parteilinien in der SPD für ein Ja geworben haben. Also das heißt, die SPD-Fraktions- und Parteispitze stand nur 6,1% vor ihrem großen Scheitern. Das war ganz offensichtlich auch ein Aufstand einer Generation, die unter Merkel als Kanzlerin politisiert wurde und die das offensichtlich satt hat. Also man kann auch sagen, diese 44% sind eine große Schlappe für das Lager der Merkel-Unterstützer innerhalb der SPD. Die SPD-Führung hat wieder die klassische Rhetorik probiert, regieren um jeden Preis. Sie hat versucht auf die üblichen Methodik mit Prosa, man bietet da nochmal so eine Überprüfung innerhalb von 2 Jahren an und so weiter. Und man muss einfach sagen, dass diese Rhetorik des Regierens um jeden Preis offensichtlich verbraucht ist. Das heißt, da ist irgendwas in Bewegung. Jedoch ist die GroKo noch nicht in trockenen Tüchern. Also beim Mitgliederentscheid, der dann noch kommen soll bei der SPD, müssen ja nur 6,1% sich anders entscheiden als beim Bundesparteitag. Und beim Bundesparteitag hat ja die Parteispitze bei der SPD das Verfahren viel stärker in der Hand. Also das bleibt noch spannend. Insofern glaube ich, dass die Verhandler der SPD jetzt wirkliche Nachverhandlungserfolge raushandeln müssen, damit sie bei ihrem Mitgliederentscheid überhaupt ein Mindestmaß an Chance haben. Ich finde, das gestrige Ergebnis ist aber auch ein Ausdruck davon, dass da was in Bewegung ist, dass festgefahrene Rituale nicht mehr so klarkommen. Und wir leben ganz offensichtlich in Zeiten des Umbruchs, wo was offen ist und vielleicht auch mit Chancen für Links verbunden ist. Für uns als Linke ist klar, egal ob es, ob am Ende die SPD-Spitze ihre Partei wieder ins GroKo-Korsett hineinzwängt oder ob es zu Neuwahlen kommt, wir machen Druck für einen sozialen Aufbruch, für soziale Gerechtigkeit in diesem Land. Und wir sind da zuversichtlich, in beiden Konstellationen entsprechend das voranzubringen, was uns politisch wichtig ist. Nun zu Afrin. Vor genau einer Woche habe ich genau hier an Sigmar Gabriel einige Fragen gestellt zu seiner Teestunde mit dem türkischen Außenminister in Goslar. Inzwischen hat das Grauen seinen Lauf genommen. Erdogans Truppen sind in Syrien in der kurdischen Enklave Afrin einmarschiert. Sie sind da vorgedrungen und das erklärte Ziel Erdogans lautet, die YPG zu vernichten. Und das, obwohl die YPG wirklich das Bollwerk gegen den islamistischen Terror, gegen die IS ist. Und die türkischen Truppen sind zusammen dort voreingedrungen mit Einheiten der sogenannten syrischen Freiheitsarmee, der Freien Syrischen Armee. Dazu muss man sagen, diese Truppen haben Saddam Hussein, den irakischen Diktator, hochleben lassen. Und zwar mit Verweis darauf, dass er damals seinerzeit die Kurden hat vergasen lassen. Also dieser Angriffskrieg Erdogans gegen die kurdische Enklave Afrin ist eine Schande. Und es ist eine Schande, dass Russland und die NATO die Kurden verraten. Ja, Russland und die NATO verrät die Kurden. Der Luftraum ist unter der Hoheit Russlands und Russland hat den Luftraum geöffnet für den türkischen Angriffskrieg. Die NATO hat zugestimmt, hat das genehmigt und der türkische Generalstab hat verkünden lassen, dass ihre Einsätze in Syrien abgestimmt und überwacht werden durch EVEX-Aufklärungsflugzeuge der NATO. Wenn das stimmt, was der türkische Generalstab dort verkündet, heißt das, dass auch deutsche Soldaten direkt beteiligt sind an diesem Angriffskrieg. Hinzu kommt, deutsche Leopardpanzer werden auch von Erdogan eingesetzt bei dem Angriffskrieg gegen die kurdische Enklave. Es ist eine Schande, wie Russland und der Westen die Kurdinnen und Kurden verrät. Auch deswegen trage ich heute die kurdischen Farben.
Und es ist eine Schande, dass man diesen blutigen Angriffskrieg duldet von Seiten des Westens und von Seiten von Russland. Unsere Forderungen sind sehr klar. Wir fordern zum einen, dass der UN-Sicherheitsrat sofort diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verurteilt. Und wir fordern den Abzug der Bundeswehr aus der Türkei. Es kann nicht sein, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten zum Komplizen dieses blutigen Angriffskrieges werden. Zur aktuellen Oxfam-Studie. Es gibt weltweit 2043 Milliardäre, die in Saus und Braus leben. Es gibt 3,7 Milliarden Menschen, die in Armut leben. Und man kann sagen, alle zwei Tage kommt ein neuer Milliardär dazu. Und alle zwei Tage sterben 30.000 Kinder an Unterernährung. Und an diesem krassen Ungleichgewicht scheint sich auch erstmal nichts zu ändern. Das ist nicht nur ein weltweites Problem, das ist auch hierzulande ein Problem. Das oberste Prozent in Deutschland besitzt genauso viel wie 88% der Mitte und der unteren. Und dazu muss man sagen, es gibt in dieses die Tendenz, und sozusagen im letzten Jahr lief nicht auf eine Verringerung der Ungleichheit hinaus, ganz im Gegenteil, das oberste 1% hat nochmal seinen Besitz deutlich steigern können. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, also eine Arbeitnehmerin mit einem durchschnittlichen Verdienst, müsste 157 Jahre arbeiten, um das zu bekommen, was ein durchschnittlicher DAX-Vorstandsvorsitzender in einem Jahr bekommt. Da zeigt sich, dass dieses Ungleichgewicht nichts mehr mit Leistungsgerechtigkeit zu tun hat. Vor dem Hintergrund dieser Studie, dieser Erkenntnisse ist natürlich besonders skandalös, was Schwarz-Rot ausgehandelt hat bei den Sondierungen. Das ist ja nichts zur Umverteilung entsprechend vorgesehen. Es soll keine Besteuerung von Millionärsvermögen geben. Der Spitzensteuersatz soll noch nicht einmal für Einkommensmillionäre erhöht werden. Kurzum, von Schwarz-Rot ist da nichts zu erwarten. Wir als Linke hingegen sagen ganz klar, wir streiten für Umverteilung. Das ist hierzulande eine Frage der Gerechtigkeit. Und im globalen Maßstab ist es sogar eine Frage von Tod und Leben für viele Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.